Tag. Heute ist Montag. Normalerweise mein Lieblingstag. Heute ist ein bisschen, ja, so eine Art Hangover-Stimmung wegen der Wahl gestern. Das hier ist Vlog 301 und das wird ein bisschen anders als sonst, weil ich laber jetzt einen Text runter und dann ist das Vlog auch vorbei. Keine Musik, kein nix weiter. Denn eigentlich wollte ich heute gar keinen Vlog aufnehmen, weil ich nix hatte an Content eigentlich, was ich wirklich so spannend in ein Video umsetzen wollte. Aber kommen wir mal zum Thema, nämlich die Landtagswahl gestern. Die Prognosen haben uns ja die letzten Wochen und Monate darauf vorbereitet und es kam genau so. Das Ergebnis ist eigentlich ja nicht überraschend, aber trotzdem erschreckend. Ich habe die letzten Wochen und Monate ab und zu mal mit Leuten gesprochen, wo ich merkte, okay, die driften so ein bisschen auf die rechte Schiene ab, beziehungsweise wollen das wählen. Ich habe es mit Argumenten versucht, aber ich glaube nicht, dass ich zu ihnen durchgedrungen bin, weil ich nie wusste oder nie verstanden habe, warum sie wirklich die AfD wählen wollen und sie konnten es mir auch nie wirklich sagen. Wie dem auch sei, ich kann zumindest für mich behaupten, ich habe es versucht, aber ein bisschen enttäuschend, dass man es wirklich nicht geschafft hat. So, jetzt ist die Wahl rum und es kam, wie es kommen musste. Die AfD hat über 20%, ist sogar zweitstärkste Partei in Mecklenburg-Vorpommern geworden, noch vor der CDU. Die feiern das natürlich, alle anderen Parteien sind total überrascht, machen aber jetzt eigentlich schon weiter wie gehabt und verstehen das Problem eigentlich gar nicht wirklich, beziehungsweise ignorieren es. Die Pressestimmen oder generell die Stimmen, so, die man so auf Twitter und sonst wo mitbekommt, stellen die Mecklenburg-Vorpommern alle als dumm dar. Und ich könnte jetzt sagen, ja, interessiert mich nicht, ich bin Brandenburger, aber ich wohne auch in diesem Land und also betrifft mich das auch. Und manche sind echt ja, schon fast beleidigend und könnte man persönlich nehmen. So wie so ein Tweet von, wie hieß er, Daniel Mack oder so, keine Ahnung, ich kenne den Typen nicht. Und ein Politiker, ich glaube von den Grünen, ich kannte den vorher nicht. Ich weiß nicht, ob er es ernst gemeint hat oder wirklich drüber nachgedacht hat, was er da getwittert hat. Oder ob es einfach nur so ein Versuch war, so einen kleinen Shitstorm auszulösen und Follower zu sammeln. Wie dem auch sei. Und auch oft liest man jetzt, dass man das jetzt Mecklenburg-Vorpommern boykottieren wollen, hier keinen Urlaub mehr machen wollen und nicht mehr herkommen wollen. Kann ich nachvollziehen. Würde ich wahrscheinlich auch im ersten Moment so sagen. Aber ich glaube, es ist komplett der falsche Weg. Denn nehmen wir mal an, wirklich alle Urlauber oder ein ganz großer Teil der Urlauber würde den Urlaub hier absagen bzw. woanders in Urlaub fahren, was würde passieren? Die wirtschaftliche Situation würde noch schlechter werden. Die Arbeitslosenquote würde steigen. Die Leute, die Arbeit haben, würden wahrscheinlich weniger Geld bekommen auf Dauer. Und es würde eigentlich alles noch schlimmer machen. Die Leute, die nicht diejenigen sind, die AfD gewählt haben und so, würden früher oder später abwandern. Es würden also noch mehr das Land verlassen. Hier bleiben würde der Teil wahrscheinlich der AfD oder zum Großteil AfD gewählt hat. Und das sind, ich glaube, 169.000 in ganz Mecklenburg gewesen, weil die Wahlbeteiligung halt nicht so hoch war. Es ist also nicht wirklich viel. Die Situation wäre auch schlechter, die würden hierbleiben. Was würde passieren? Sie würden wieder AfD wählen, beziehungsweise noch weiter rechts. Also wäre oder würde ein Boykottieren eigentlich genau das zur Folge haben, was wir alle nicht wollen und was jetzt halt angefangen hat und alles nur noch schlimmer macht. Und das würde, glaube ich, deswegen passieren, weil die Leute oder den Großteil der Leute, die AfD gewählt haben, keine Angst vor Flüchtlingen haben. Ich meine, wir haben mit am wenigsten Flüchtlingen überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern. Sondern diese Leute haben Angst vor Veränderung, glaube ich zumindest. Und deswegen bitte ich jeden, der auf Usedom, auf Rügen, irgendwo an der Küste, im Land Mecklenburg-Vorpommern, wo auch immer Urlaub machen wollte und jetzt überlegt, das zu boykottieren bzw. das abzusagen, ich bitte euch, macht es nicht. Kommt hierher, macht hier Urlaub, helft denen, die bisher die Fahne hochgehalten haben und gegen diesen Rechtsruck waren und dagegen auch oder dafür auch gekämpft haben, dass dieser Rechtsruck nicht entsteht. Kommt her, macht hier Urlaub, helft den Leuten und zeigt den anderen, dass Veränderung auch was Positives sein kann. Nämlich, dass die Wirtschaft steigt, dass die Arbeitslosenquote weiter sinkt. Also bitte, sagt nicht euren Urlaub hier ab, boykottiert nicht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr erreicht damit genau das Gegenteil und die Situation würde nur noch schlimmer werden. Okay, das war's für dieses Vlog. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Denkt mal drüber nach und ja, hinterlasst mal ein paar Kommentare. Mal sehen, was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Naja, ihr wisst. Tschüss. Wahl erledigt. Es ging schnell, aber noch nichts los. Ich habe gedacht, dass sie alle morgens hier losrennen und schnell dahin rennen, aber es ist noch sehr ruhig gewesen.